Ausbildungsstart bei der Sparkasse Spree-Neiße. Über die kommenden 2,5 Jahre hinweg werden diese aufstrebenden jungen Erwachsenen zu angehenden Bankkaufleuten ausgebildet. Zusätzlich dazu treten 2 der Auszubildenden ein duales Studium an, welches sie zum Bachelor of Arts führen wird. Der Schwerpunkt dieser praxisnahen Ausbildung liegt auf der Kundenberatung, dem Kreditgeschäft sowie der Möglichkeit, in verschiedene Fachbereiche einzutauchen. Ausbildungsleiter Marco Klose ist stolz, so viele junge, begeisterte Erwachsene zu sehen. Ja, sind mega stolz. Ne? Ist natürlich immer nicht einfach, so junge Leute für die Ausbildung in der Sparkasse zu finden. Ne? Und freut uns umso mehr, 13 junge Leute gefunden zu haben, ne? 11 für die Ausbildung zum Bankkaufmann, zur Bankkauffrau, 2 fürs duale Studium. Und klar, auf dem Weg sichern wir uns natürlich auch den Fach- und Führungskräftenachwuchs von morgen. Das ist unser Ziel. Und ja, die ersten Tage haben wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie die nächsten 2,5, 3 Jahre werden. Und ja, sind gute Dinge. Freuen uns sehr. In der ersten Woche ging es zunächst darum, sich gegenseitig und die Sparkasse besser kennenzulernen. Was Sie von der Ausbildung erwarten und warum Sie sich für die Sparkasse entschieden haben, verraten uns die Azubis am besten selbst. Also ich war letztes Jahr im August auf einer Ausbildungsmesse gewesen in Guben und dort habe ich Herr Klose getroffen und ich habe eine Bewerbung geschickt, dann einen Eignungstest geschrieben und Vorstellungsgespräch bestanden. Also ich habe relativ früh, das ist eine lustige Geschichte, viel Monopoly gespielt und ich war immer der Banker quasi bei uns in der Familie. Und dann irgendwann sind wir zu Messen gelaufen, wo es dann irgendwann davon hieß, dass ich langsam meinen Beruf finden soll. Bin immer zur Sparkasse gegangen, ich war glaube ich bei 3 Messen oder so. Und das haben sie relativ attraktiv gestaltet für mich und dann irgendwann ging die Bewerbung ein und das hat direkt geklappt. Ja. Ich bin zur Sparkasse gekommen durch meine Freunde und beziehungsweise durch meine Bekannten. Weil ein bisschen schon von den Eltern berichtet wurde, wie es bei der Sparkasse ist und ich einfach so dieses Mitarbeiterverhältnis ziemlich toll finde und wie die mit den Mitarbeitern umgehen. Ich hoffe mir, dass es weiterhin schön spannend bleibt, so wie es jetzt ist und dass ich vielleicht am Ende hin dann auch die Weiterbildung machen kann bei der Sparkasse zum Betriebswirt. Also ich war bei der Berufsmesse hier in Cottbus und habe dann mich mal umgeschaut und dann ist mir die Sparkasse im Blick gekommen. Und Herr Klose ist mir schon freudig entgegengekommen, hat mir so erzählt und dann dachte ich, okay, gibst du halt eine Bewerbung ab und ja, nun bin ich hier. Also die ersten Tage meiner Geschäftsstelle, Ringstraße, Forst, ich bin total zufrieden, bin total glücklich mit meinem Team und ich freue mich auf, was noch kommt. Wer sich also ebenfalls für eine Ausbildung bei der Sparkasse interessiert, hat bereits die Möglichkeit für den Ausbildungsstart 2024 eine Bewerbung abzugeben. Weitere Informationen dazu findet ihr unter der eingeblendeten Website. Eine Ausbildung bei der Sparkasse Spree-Neiße ist zukunftsweisend, denn nicht ohne Grund heißt es sicher, stabil, Sparkasse.